Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gucken uns die nächste Folge, ich weiß gar nicht, ob es die letzte ist, vom World Squad 2023 an. Macht mir super viel Spaß, die Serie. Ich kann sie jedem nur ans Herz legen, ob jetzt hier in der Reaction oder ihr, ob ihr euch das so anguckt auf dem Bayern-Kanal. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen und damit gehen wir rein. Alter. Party nach dem Spiel, hä? Ja, wir waren auch mal jung, ne? Finally in Munich. Best feelings. After 9 hours. Good night. Überhaupt keinen Druck. Weil ich es noch nie gesehen habe und ich interessant finde, was sie alle testen können. Skillslip ist einfach eine Möglichkeit, um die Spieler zu testen. Auf deren koordinativen, kognitiven Fähigkeiten. Das ist mit das modernste System, wenn nicht sogar das modernste System, das überhaupt auf dem Markt momentan gibt. Für uns ist es einfach interessant, diese Spieler aus den verschiedenen Kulturen einfach mal zu testen und zu schauen, wie sie mit den Spielern, die hier in der U19, U17 sind, mithalten können. Macht Sinn, ne? Was ich bis jetzt in dieser Jugend gesehen habe, war ja der Beste. Aber wenn man das so sieht, sollten vielleicht unsere Profis da auch nochmal reingehen. Ne? Wenn man, Tuchel hat es ja in der PK gesagt, wenn man 22 Unforced Errors hat im Passspiel, dann sollte man vielleicht die Profis da auch mal reinstellen. Dass die da mal dreimal pro Woche da reingehen und mal ihre Skills unter Beweis stellen. Mal gucken, ob sie die Pässe dann auch zum Mitspieler kriegen. Wäre eine Idee, wa? Ja, für ein Torwart, ne? Aber ist er denn heute in Zeit so? Ich glaube, da würde jeder froh sein, so einen Torwart zwischen den Pfosten zu haben, der beidfüßig ist, ja, der schnell ist, der einen guten Charakter hat und der Sachen extrem schnell annimmt und lernwillig ist. Nicht schlecht. Der hat auch einen guten Eindruck gemacht bisher, ne? Ich glaube, auf mich viel wäre der Beste bis jetzt. Selbst in das Dribbling, das ist für mich nicht interessant, als Torhüter, aber... Ja. Wir haben aber nicht so viele Spieler, die deutlich schneller sind. Aber er ist auch von der Sprunghöhe und das kriegen viele nicht koordiniert. Schnell weg und auch noch richtig hoch. Da war jetzt über 30, bei 32 cm so, okay, auch das ist okay. Ja, Sie haben ihn zwar auch noch im Spiel gesehen. Dann ich habe ihn gesehen. Ja, das hilft immer. Ja, der war schon interessant. Da waren so zwei, drei. Ich fand auch die Jahrgänge davor waren längst nicht so gut wie dieser Jahr. Insgesamt, aber es fallen jetzt welche wirklich positiv. I feel good, because I really want last match. It will be very good. Very hard, but I want to play. Ja, das wäre schon eine Geschichte, wenn wir den in 4-5 Jahren bei uns in der ersten sehen würden, wa? Das wäre schon dann wild. Du warst gestern? Ja, 4-1 gewonnen, ja. Aber gut. Ja, gegen die U19. Ja, die haben uns, glaube ich, nicht erwartet. Nee.
Meiner, wir haben jetzt schon auf Torhüter mit Arakat gefahren. Und der Achim muss man nicht sofort holen. Ja, habe ich gehört, ja. 2,01 Meter groß. Gestern ist mein Warmach hochgesprungen. 1,5 Meter in der Luft. Und das ist schon 2, 3 Stunden lang. Gegen Riefer, erste Ecke. Ja. Der kommt raus und der war. Er kommt raus, das ist schon. Nein, aber nochmal, ja, Robert, ich habe gestern gesagt, dass er mir ausstrahlen, groß, ruhig. Ja, kann du natürlich schon. Ja. Der Tom war kurz beim Training vorbeigezogen. Der kam für mich aus dem Mittwoch und Donnerstag mit der Amateure trainieren. In Wednesday and Tuesday I will train with you 23 team and it will be very good. I was a little bit scared, but now I'm happy to be there. It's type of pressure a little bit, but Yara will help me. I hope. Gut, mit Druck musst du klarkommen im FC Bayern, aber auch schon in der Jugend. Hope it will be good. But the shirt is very good, nice colorway, green and purple, fantastic. Gib dich mal da, ne? Bist du fast Kolena? Ja? Ja. Massiv Druck. Ich glaube, ich trage auch nicht dazu bei, dass ich hier so wie Oberlehrer daneben stehe. Genau, ja, perfekt. Super. Gut. Der ist jetzt schon ein bisschen unter Beobachtung, oder? Alles gut. Dass ich heute mit mir spreche, nicht mit dir. Die Einstellung ist super. Er hat schon, ich habe 2 Spiele gesehen gegen River Plate, gegen HSV. Er hat gute Performance gemacht. Ja. Er hat wirklich gut gespielt. Er hat der World Squad wirklich geholfen. Meine Meinung, er kann wirklich gute Tore. Wusste gar nicht, dass der Drop nie bei uns ist, Alter. Das wusste ich auch noch nicht. Ist ja wild. Torwart sein. Ja, bitte, meinst du? Siehst du, Richie? Ohne Handschuhe, ja, Rob. Potenzial bei Viktor ist, in meiner Meinung, ist sehr groß. Natürlich, er trainiert ein bisschen in Tschechien ein bisschen anders. Ein paar Sachen macht ein bisschen anders, was wir wollen. Aber ich denke trotzdem, das kannst du schnell lernen. Ich bin überzeugt, dass wenn er einen guten Trainer, Torwarttrainer oder so, und er arbeitet auf diese Sache, er kann wirklich guter Torwart sein. It's different. It's harder, but it's grow me up my performance. Ich habe gestern ja noch mal länger mit Jochen telefoniert, auch wegen Viktor. Die habe ich auch gesprochen, der hat das eigentlich auch nur bestätigt, was du ja auch schon gesagt hast, was Tom gesagt hat, was eigentlich alle gesagt haben. Hat natürlich gesagt, dass er gestern schon sehr nervös war, aber dass man halt sieht, dass er ein richtig guter Tor ist, wird auf einem anderen Level. Und ja, wir müssen jetzt halt schauen, was für Möglichkeiten gibt. Dann zu Gustavo, da ist die Überlegung, ähnliches Modell wie im ersten Jahr mit José Mulatto zu fahren. Deswegen, Johnny, dahingehend bräuchten wir von dir, oder wir bräuchten auf jeden Fall einen Scouting-Report. Auf jeden Fall würden wir die dann schon mal den Kollegen in L.A. zuspielen, den Link, die auch gesagt haben, sagen, dass es ein super interessanter Spieler ist, weil das wird dir passen, Brasilianer. Aber es ist schön, dass man auch mal jetzt so ja, ein paar Hintergründe sieht und auch mal sieht, ja, man sieht es ja jetzt, ne, mit einem Partnerclub in Amerika und sowas, dass da auch schon so gewisse Dinge im Hintergrund laufen, ne, du sollst so gar nichts von mitkriegen. Gustavo, ele é muito comprometido, muito esforçado. E ele é muito, eu percebo que ele é muito resiliente, ele tem muita, ele consegue superar os obstáculos muito rápido e é muito focado em tudo que ele faz. Ser capitão para mim
não é ser capitão só dentro de campo. É ser capitão também fora de campo, é ser exemplo do grupo, é ser líder. Eu gosto de ajudar o coach, eu gosto de ajudar todo mundo, eu gosto de orientar. Então, ser o capitão, para mim, eu não sinto o peso de ser o capitão, mas eu gosto bastante. Richtige Einstellung, die du haben musst, ne? Wenn der Kapitän ist. Quando ele participou de campeonato, uma Copa Guri, no Espírito Santo, ele foi escolhido como jogador de destaque. E a partir desse momento eu vi que realmente ele tinha nascido para isso, que ele tinha esse dom de jogar, porque ele assim. Né, por nenhum momento ele pensou em não ir, em não jogar, e não, tipo, não pensou nas dificuldades que teria, né, de mudar de seu estado, de largar sua escola, de largar, né, o seu vínculo familiar, apesar de que nós sempre acompanhamos ele. Gustavo sempre teve uma dinâmica bacana de jogo, ele sempre foi um garoto muito, muito bem, ele segue muito bem as orientações dos seus técnicos, de grupo, porém, ele abraçou, eu senti que ele conseguiu juntamente com o treinador, Roy Mackay, né? Ele conseguiu assimilar o padrão de jogo do treinador e isso ajudou muito. Buscar sempre os passes, não sempre, mas sempre que der os passes longos, passe curto, intensidade, o drible na hora exata, o chute longe, a marcação. Acho que são esses os pontos principais do meu estilo de jogo. Ele conseguiu evoluir bastante o futebol dele ali. Para mim, não foi. Eu achei que foi assim. Ele conseguiu manter o que é padrão dele. Foi mais. Para mim, foi mais fácil ele jogar lá do que aqui. No Brasil, onde ele está acostumado a jogar. Gerade bei südamerikanischen Spielern ist es halt auch, es ist halt was anderes, in Europa zu spielen. Wir haben vor 2 Jahren ja das sehr gut gelöst mit José Mulato, den wir zu unserem damaligen Partnerverein FC Dallas dann schicken konnten, wo wir gesagt haben, ganz klar, okay, erstes Jahr ist erstmal nur MLS Next, zweite Jahr, was jetzt anspricht, ist MLS. Der dritte Schritt wäre dann halt Richtung Europa. Hört sich vernünftig an, ne? Acredito que com esse tempo que eu passei com o Bayern, eu aprendi muito. Aprendi muita coisa nova, tanto de jogo, tanto fora do campo. E acredito que os aspectos que eu mais vou focar cada vez mais é o passe mais rápido, é fazer o simples, é não desistir a nenhum momento, é a vontade. São todos os aspectos do meio do futebol. Mit Gustavo ist jetzt natürlich die Überlegung, ein ähnliches Modell zu fahren, dass er jetzt erstmal ein Jahr zu LFC geht, genau. Ob es dann ein Jahr MLS Next ist oder halt schon direkt MLS, das muss man halt mal schauen, wenn er da drüben mittrainiert, sollte es soweit kommen. Und dann für ihn aber auch genauso einen Plan hat, einen Karriereplan, der Sinn macht. Ja, und selbst wenn es da nicht reicht, ne? Für den FC Bayern, dann, ja. Ich meine, dann hast du trotzdem noch alle Chancen, ne? Also es ist schon eine gute Sache. Dann unsere anderen beiden Kandidaten aus Nigeria, David und Victor, habe ich mit Jochen so gesprochen, dass wir sie im Oktober kommt ja die Youth Cup Mannschaft Nigeria, dass wir sie im Youth Cup nochmal wiederholen. Im Januar wird der 18, es wäre perfekt, dann kannst du halt sagen, pass auf, wir machen das ab Januar und gut ist. Auf jeden Fall top für uns. Also muss man echt sagen, bisher, wenn man das jetzt mal betrachtet, 4 Spiele in Folge gewonnen, gegen was für Mannschaften gewonnen, 4 Spieler, die super interessant für uns sind, das ist echt überragende World Squad zusammen. Druck, ja, sie machen sich den immer selber. Also wir sind eigentlich da der Gegenpol und versuchen den Druck ein bisschen wegzunehmen, weil sich die Jungs von Haus aus sowieso den Druck selbst auferlegen, weil sie sagen, okay, das ist jetzt die U19, das ist... Es ist halt eine Riesenchance, die, ne? Haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt. Wenn du da guckst, also was für Verhältnisse die teilweise kommen, ja, ist das eine einmalige Chance in deren Leben, Alter. Ist klar, dass die sich selber Druck machen ohne Ende, ne? Unsere Messlatte, da wollen wir eigentlich hin, und dann kommt der Druck von alleine und wir müssen eigentlich erst schauen, dass wir den Druck nehmen und nicht noch größer machen. Welcome back. Thank you. There he is, thank you. Bernd, war wieder. Thank you. Last training. All good. Victor's back. Get tomorrow. But they have the pressure.
Like I said, the captain, we won 4 games. No pressure. What happens, well, we will see. Allgemein ein gutes Spiel, war ein bisschen unruhig, vielleicht auch ein bisschen die Spannung vom Spiel vom Samstag. Auch wenn wir die vermittelt haben, dass ja, wir eigentlich überhaupt keinen Druck mehr haben, wenn man so viele Erfolge gehabt hat bis jetzt. Aber wir können es halt versuchen hinzukriegen, den Druck wegzunehmen. Aber für den natürlich ein spannendes Spiel gegen Bayern U19, wo die wollen sich alle zeigen. Aber wir hoffen, wir versuchen die zu vermitteln, dass das am besten geht, wenn die spielen sofort, ne? Gegen Riffen und gegen HSV. For, but the one you don't have to be nervous for. They have everything to lose. We don't have anything. We nothing. Lineup was difficult for us. We were discussing a lot who's starting, who's not. And for the one who's not starting, it's not a decision against you. It's a decision for the other one. Victor and goal. Jongmin, Ignacio, Rafael, David, David, Gustavo with Isaías, Adam right, Victor up front, and Ryan on the left. That's the way we start. This is vital in all the games so far. It's going to be vital today as well. Start compact. Don't try to play your own tactic. Do what we've done so far, and we did it really well. River Plate, Hamburg. Keep that in mind. It's different level where the ones we played today. When we have the ball, they will come with much higher speed. So far, even Hamburg let us play. I think they will come full pressure straight away. Have fun, guys. Sie kommen in Spielmodus. Bin guter Dinge. Wir haben gut trainiert, gute Spiele. Freuen wir uns auf das Abschlussspiel. Wonderful weather in Bavaria today, really hot temperatures. Welcome everyone from all over the world. This is coverage of FC Bayern World Squad against Bayern's own under 19 side, live from the FC Bayern campus in the north of Munich. Okay guys, last moment together as a team. Nice stadium, it's hot. That's why we saw even the position game with Christopher. When you play simple, it looks easy. In the beginning I said the first 5-10 minutes, look, if they want high pressure, Victor already knows. Then you go, we look for Victor and we play from there. Just, I don't know the team that well, Christopher knows better. So normally they go with full press, and then we don't take any risk. You know what you have to do, play as a team, and then we will get a good result. The most important thing is, what we said at the beginning, everybody should come in after the game, I give 100%. Das ist immer das Wichtigste. Das können wir bei uns leider aktuell auch nicht sagen. It's the only thing we can ask for you guys. So enjoy and have fun. Is the absolute highlight. Ich hätte nicht erwartet, dass wir am Ende dieses Niveau erreichen. Sehr interessantes Jahr. Sportlich muss ich sagen, war jetzt in der Summe die Truppe hat sehr überzeugt. First 15 minutes easy, all together. Okay. Hey, we all play simple. All right. If you mess up, there's mistakes in the 15 minutes. We cover each other. Doesn't matter. You mess up, everybody has each other's backs. Yes. Yeah. Run. One, two, three, Bayern! Volkswagen sponsoring, and they are the main partner in this project.
of the FC Bayern World Squad. Started this project in 2021, and this is the third edition of the dream of all these players to become a professional footballer. The under-19s will kick from left to right. Wir sind zwei Minuten unterwegs und der Adam hat schon einmal Hacke gemacht. Und komplett unnötig. Das war schon klar, dass ich schießen würde. Sie haben schon Unterschied mit Victor. Das hat er schon in diesen vier Wochen viel besser gemacht. Ja. Am ersten Spiel gegen Sion, das hat er nur vorne gestanden. Ryan Ayoub, can he get a shot off? Still going is Ayoub. Back to David Emmanuel. Easy, David. Yeah. A hurried shot from the Nigerian. That's well wide in the end, but promising play there from the World Squad. Don't play him. Sloppy pay by the Bayern defender, and Ramczyk should finish, but... Oh, well done, Victor. And Victor Bayer made a save there. That's a good ball. Yeah? Edge of the box, trying to get a shot off. Does well, what a shot that is from Telles. Hits the bar. Still in there, Adams in there, goes down in the box. Penalty to the World Squad. Bayern World Squad have a penalty, which the captain, Gustavo Telles, will take. Wer hat seine Fälle so ein bisschen davon schwimmen sehen? Im ersten Moment kriegst du natürlich einen Schlag auf den Knöchel, der Schmerz kommt rein und dann hat er natürlich gedacht, okay, seine Reise ist jetzt vorbei. Ich glaube, es wird schwierig, dass er da wird. Ich bin schon froh für ihn, dass es anscheinend nur ein paar Tage ist. Der kann zumindest mit nach Deutschland reisen und das freut mich schon, vor allem für ihn persönlich. Hoffentlich ist er schnell wieder dabei. Es geht jeden Tag ein bisschen besser. Mit dem, wo reingemacht haben, wenn wir jetzt hier nochmal so eine Zusammenfassung sehen. Hey, I can go to training. Ich hoffe, dass er mindestens in Deutschland wieder einsetzbar ist. Läuft doch nicht irgendwie unrund, ehrlich gesagt. Wenn ihm seine Wahl anlässt. Schon gut ausgewählter Kollege. Der Stark für das war für mich der Kapitän. Gustavo hat Freigabe, keine Schmerzen mehr und kann wieder voll trainieren. Yeah, very good. Gut, Gustavo. Second half, Midfield, Gustavo mit Sebastian. Oh, great ball. Gustavo, cuidado. Oh, good ball. Ja, das war gut gespielt. Mir sound mir. Gustavo Telles has the chance to put the world squad ahead. Telles. 1-0 Bayern. World squad, go ahead. Gustavo Telles from the spot, making no mistake, no chance for Max Schmidt. Oh, that's a strong challenge by Ignacio Isla. Ignacio macht das schon in die Innenverteidigung. Super League. Through the first half, it's Roy Mackay's side with the advantage in Munich. Okay, guys. In total, we're doing really well. Because they got one big chance, and we know why. That's the only big chance, and Victor saved us there. Because we did what we spoke before the game. If you see risk, don't do it. I think you see. If we are in a good organization, we recover a lot of balls. Our goal was perfect. One drops, in this case Gustavo went, I don't know if it was Nacho or you, get the ball behind. Unlucky with the crossbar, Adam was really good positioning for the second ball. Penalty. But that's the right moment. Okay guys, prepare and then second half. World squad kicking from left to right. Vamos, vamos, Isaías. Bien, Isaías.
Oh! Du bist fix und fertig. Aber das ist auch professionell sein, wie Gustavo. Wenn du fertig bist, bist du fertig. Ja, ganz genau so sieht's aus, Alter. Das ist das, was ich immer sage. Ne? Zählt halt auch für die Profis, Alter. Gerade wenn du so einen Kader hast, wie du ihn hast. Wenn du fertig bist, bist du fertig, Alter. Du musst dir ein Signal geben und dann bist du ausgewechselt. Punkt. It's a decent ball. Victor Bayer's off his line. That's a penalty for the under-19s. He goes down. Oh, he fires over Leonard Becker. That's wasteful again from the under-19 side. Okay, Marco. Ja, was sagt das jetzt aus? Unsere U19 so schlecht ist oder dass der Roy 4 Wochen überragende Arbeit gemacht hat? Fast jetzt wie's. Nice meet for the team. Very good team, very good team. Okay, guys, congratulations. Eh? I mean, they didn't get a lot of chances in the whole game. It's over. 5 games in a row. Proud of all of you. Wenn man sieht, wenn wir vor 4 Wochen hier angefangen sind, unglaubliche Entwicklung von der Mannschaft und dann die einzelnen Spieler auch. Und ich hätte dann nicht mit gerechnet, dass man 5 von 6 Spiele gewinnen werden. Aber ich meine, ich sage, wenn wir einen gewinnen, wäre schon vielleicht ein Erfolg. Man sieht schon, was man als Mannschaft machen kann, wenn man als Mannschaft auftritt. Und das haben wir heute gemacht. Das ist schon ein Kompliment an die ganze Mannschaft. Ja, man kann als Mannschaft schon im Mannschaftssport viel reißen, ne? Afterwards, we start with the talks. We start with the goalkeeper from 1:26, 32, and from there it's from number. Ja, natürlich jetzt zu Ende, dann ja, gehen wir mit jeder Einzelne mal ein kurzes Gespräch an, wie es weitergeht oder nicht weitergeht. They told me like they are very proud of me, how to I grown up like a person and. They send me like good luck for the future and for my football career. Es bringt dir ja nichts, wenn du jemanden holst, der vielleicht mitspielen kann, aber nur mitspielen, da haben wir unsere Leute eh schon da. Ja, hier geht's um FC Bayern, Alter. Da ist halt ein anderes Niveau, ne? Wenn dann müssen das Topspieler sein. I can just say you did really well. My opinion is, I think you have a great future ahead of you. You know, your agent was today on the tribune in the stadium next to Jaro, and we will discuss internally what's possible, and then we will reach out to your club and maybe we can find a solution. We will see what is possible. So thank you for this opportunity. It was great with you. Thank you. Thank you very much. It was very good 4 weeks. Nice people. I met really good players, and it's big and good opportunity for me. I think in January he did well. Unfortunately, it's not good enough to stay here at Bayern Munich. But I can give you as a tip, your best position is like we played you the last couple of games on the right. And the only thing what I have with you is, sometimes I said it a couple of times, you're too selfish. And for yourself as a tip, learn when do I have to dribble and when do I have to play simple. Personality from last year to now, you are like a man now. Your focus was outside the pitch was excellent. Yeah, I enjoy it. So ja, war ein Pleasure. Das wird auch leider zu diesen Sachen. Ich meine, ja. Alles andere, müssen wir aber nichts vormachen. Alles andere bringt den Jungs auch nichts. Ja, was willst du jetzt, weiß ich nicht, aus, sag mal jetzt mal aus Mitleid, ist vielleicht das verkehrte Wort, aber jetzt willst du vielleicht nicht so hart sein, das bringt den Jungs nichts. Ja. Die Jungs sind da, um weiterzukommen und wenn du den jetzt, wenn FC Bayern nicht reicht, wenn du den Sachen mit an die Hand gibst, werden sie vielleicht ihren Weg woanders machen. Ja?
Es gibt ja auch nicht nur den FC Bayern oder nicht nur dieses Level, es gibt auch Level darunter. Also das ist schon völlig okay, dass man da offen und ehrlich ist, denke ich. Wir sind schön geendet mit dem Sieg gegen den U19 und ja, dann kommen diese Gespräche, aber das gehört auch dazu. Leider verpasst, aber so ist es manchmal. Ist manchmal hart? Ja, schlimmste überhaupt. Also ja. Das ist mit Abstand das Schlimmste, den Spielern dann mitzuteilen, dass die Reise nicht mehr weitergeht. Wir hoffen natürlich das Beste, dass wir uns vielleicht anders überzeugen. Und dann doch irgendwo Profi werden, irgendwo anders. Kann mir nur wünschen. Also heute, dass es eine schwere Entscheidung war, mich auf der Bank zu lassen. Aber ja, die haben auch gesagt, wegen Alter ist das, war das die größte Point, why they didn't take me with next year. Es war, hat wirklich Spaß gemacht. Also eine große Erfahrung, die ich mein ganzes Leben mitnehmen wollte. What we're gonna say, it's the same for both of you. I think you guys did really well on the pitch. Off the pitch in the beginning, we were struggling a little bit, but that's no problem. I mean, 16, just 17. I think you're both of you, midfield striker, you're both really interesting players. Your journey starts with the FC Bayern Youth Cup and the next part in your journey will also the FC Bayern Youth Cup. So we are very happy to invite you to join our youth academy during this time, train our under 19. And after this week, training week, then we will figure out together what is possible or what could be the next steps in your career to get to become a professional. Happy. Don't be laughing. Okay. Okay. Don't forget the jerseys. Thank you. Oh, Victor is smiling because of the news we just got from the coaches. They still got a chance with the under 19, so that's a very good news for us. Gut. Nada, que si quede, creo, gracias a Dios. Espero que sí y queremos que tú seas parte de ese equipo el año que viene también. Dale, muchas gracias. Y la verdad que completamente agradecido con usted, con los chicos, con el FC World Squad. Y bueno, a darlo todo. Yo voy con todo, siempre. Muy bien. Mirá, mirá la cámara, papá. Mirá la cámara. Saluda a la cámara. Hello. Like not good news that I expect, but I'm happy and proud. Keep working hard. Focus on football. Social media is nice, but it's not the most important thing to develop. And first of all, to be a professional player at LAFC. And if you do it there well, I mean, because of the connection, you never know. I really like the style of play here. It's a lot more like fun. You like enjoy the game more. You know, over there it's more like a lot of tactical things, yeah, and very just like, just direct. Thank you. I would say that I took a lot, you know, it was a great experience. I think you have quality. You can play. Everybody sees it. And you have showed it. Yeah, you had good moments. You had moments that should be better, could be better. I think you're thinking in too many stuff in generally. I mean, unfortunately, Bayern Munich is the end. You had the luck to be part of this. Hätte mich aber auch gewundert, wenn das anders gewesen wäre bei ihm. Charakter spielt halt ohne eine große Rolle, ne? Und da hat's halt nicht so super duper gepasst. Beautiful project, 2 years. I don't know exactly what's really going on in your head. Everyone, when he sees you, like your performance, like in the training, when you give 100%, you can do it in the offense, but in the defense, the running, that's what like scouts and everyone is looking at. Yeah, I agree with you guys with, you know, the point where I'm not consistent enough. Because on the days where I do give 100%, I also feel it that, you know, I'm better than everyone. But then on the days where, you know, when I drop down, maybe I don't give my 100%, I can feel that I match other people. I'm not as good as I can be. We can't get into your head. The only one you can do it yourself. You don't have to agree with us. We don't say it to be better. You just, yeah, we want to help you because I think you have the quality to be a professional player. Yeah, it was good. They said, you know, I have the quality to be a professional player at a high level. If it's here at Bayern Munich or if it's anywhere else, I have the quality. Das ist überragend gemacht. Vorbildlich.
auf und außerhalb dem Platz. Man hat auch ein bisschen gemerkt, wenn du einfach spielst, dann spielst du noch besser. Zum Beispiel heute von der ersten halben Stunde fand ich überragend von dir. Wie der Roy schon sagt, bist du für uns ein sehr, sehr interessanter Spieler. Das Problem ist, du bist nicht EU-Bürger, das heißt für Nicht-EU-Ausländer, du kannst nur bei uns bei den Profis spielen. Da kannst du dir vorstellen, der Schritt hier zur ersten Mannschaft ist noch riesig, aber wir wollen den Weg suchen, dich zu der ersten Mannschaft vielleicht hinzubringen mit Lösungen. Und eine Lösung könnte halt sein, dass du erstmal zu unserem Partnerverein LAFC in die USA gehst. Und wenn du das auch so siehst und möchtest, dann würden wir deinen Club kontaktieren und würden versuchen, in 3 Jahren dich nach Europa zu bringen. Com certeza é uma proposta muito boa. A decisão que eles tomarem para mim vai ser muito, eu vou gostar bastante. Ich hätte nicht erwartet, ganz ehrlich, vor dass wir losgegangen sind, dass wir am Ende dieses Niveau erreichen werden nach nur 4 Wochen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, aber da müssen wir mal im Hinterkopf behalten in 3 Jahren, wa? Ob wir so einen Gustavo bei uns in der Jugend sehen oder vielleicht dann sogar bei den Profis, Alter. Wochen. Ist aber auch wieder eine beknackte Regelung, ne? Ganz ehrlich, dass es als Nicht-EU-Bürger nicht in der Jugend spielen darf bei uns, also. Wild. Viktor Bayer, Czech Republic, Goalkeeper. Jakub Bornažaja, Croatia, Goalkeeper. Lukas da Silva Pötzinger, Deutschland, Torwart. Ignacio Isla, Argentina, Defender. David Kalbarczyk, Poland, left back. Sagi Zakaria, Egypt, right back. Rafael Werneck, Brazil, center back. Carlos Colina, Mexico, Defender. Jermaine Clark, Jamaica, right back. Gu Jiaxuan, China, center back. Chu Yongmin, South Korea, right back. Gustavo Teles, Brazil, midfielder. David Emmanuel, Nigeria, midfield. Brito Daniel Julien, Togo, winger. Adam Israel, midfield. Sebastian Plätzer, Norway, midfield. Ryan Ayoub, United States, winger. Isaias Galvan, Mexico, winger. Sam Yap, Thailand, winger. Marko Popovic, Serbia, striker. Arakbo Victor, Nigeria, striker. Koy Makai, head coach. FC Bayern, world squad. Class of 23. Ja, cooles Ende. Cooles Ende von dem Projekt, Leute. Kann mich nur wiederholen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Sehr schöne Einblicke und ja, wild. Ne? Bin sehr gespannt, ob wir da vielleicht den einen oder anderen in Zukunft vielleicht mal in der zweiten oder ersten Mannschaft sehen bei uns. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cooles Projekt, sehr, sehr coole Einblicke. Und krass, welchen Erfolg man da nach 4 Wochen gesehen hat. Ne? Aber da sieht man nochmal, ja, was geht, wenn man eine Mannschaft ist, ne? Ein gemeinsames Ziel hat. Wild. Leute, das war's mit der World Squad. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, und wir werden mit Sicherheit bei der nächsten World Squad nächstes Jahr wieder am Start sein und wir werden mal die Augen offen halten, wen wir vielleicht in Zukunft so sehen bei uns. Tschüssi.